Etwa 800.000 Studenten starten gerade ins neue Studienjahr in Moskau und beileibe nicht alle sind Russen. Aus der ganzen Welt gibt es Studierende in der Stadt. Ich kam nach Russland wegen der Globalisierung und besserer Geschäftsmöglichkeiten. Viele Russen lernen Spanisch, viele spanisch sprechende Geschäftsleute lernen Russisch. Es ist einfach gut fürs Geschäft. Zum Glück wusste ich aus früheren Jahren viel über Russland, aber war dann doch erstaunt, wie modern das Land inzwischen ist. But I was surprised how modern really Russia is. Viele der jungen Ausländer sind keine offiziellen Austauschstudenten und hier ohne die Partnerschaft einer Universität im Heimatland. Ich denke, man muss in meinem Alter, ich bin 23, etwas verrückt sein, wenn man nach dem Schulabschluss noch daheim bei den Eltern sitzt. Du musst in ein anderes großes Land gehen und eine neue Sprache lernen, das ist nie verkehrt. Ich sehe mich hier für 10, 15 Jahre oder vielleicht sogar für immer. Meine Eltern werden mich dafür umbringen, aber ich tue etwas, was ich wirklich mag. Ich denke, es ist wichtig für uns, andere Kulturen zu verstehen. Und Russland ist ein echter Meilenstein in diesem Prozess. Ja, die Situation daheim ist schwierig geworden und alles wird immer schlechter. Ich kam hierher zum Russischlernen, weil es viele russische Touristen in Griechenland gibt und Geschäftsleute. Ich denke, das bringt mich weiter. Vom Wirtschaft bis zum Musikstudenten, eine ganze Vielfalt an Ausländern findet man in Moskau. Alleine an der renommierten Musikhochschule studieren 250 Ausländer. Doch egal ob Tchaikovsky, Technik oder Touristen, viele Gründe führen junge Leute mittlerweile zum Studieren nach Osteuropa.